Seit kurzem ist Sims 4 gratis verfügbar für alle. Und vielleicht hat das jetzt auch dich oder den einen oder anderen angelockt, jetzt doch mal Sims auszuprobieren. Und du bist vielleicht total überfordert mit allem, was Sims überhaupt bietet und suchst jetzt ein kleines Tutorial, was dich vielleicht ein bisschen weiterbringt in Sims. Und damit bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen hier zu einem kleinen Sims-Tutorial. Ich möchte dir ein paar meiner langjährigen Sims-Erfahrungen nahelegen, womit du erstmal ins Spiel einsteigen kannst, ohne groß, mach dies, mach das, mach jenes. Einfach nur ein paar Tipps und ich hoffe, sie helfen dir weiter. Viel Spaß dabei! Tipp Nummer 1, den ich für dich habe, ist, in die Optionen zu gehen, Spieloptionen, Spielkamera und einen Haken bei der Sims 3 Kamera zu machen. Sowohl ich als auch viele, viele andere langjährige Sims-Spieler bevorzugen in Sims 4 die Steuerung von der Sims 3 Kamera, weil die für mich persönlich viel intuitiver ist und ich viel besser im Gameplay damit klarkomme. So, nun bist du bereit und möchtest mit Sims loslegen. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder Möglichkeit Nummer 1, du gehst auf neues Spiel, es öffnet sich direkt, erstelle einen Sim und du kannst einfach loslegen. Die zweite Möglichkeit ist es, ein von Sims vorgegebenes Szenario zu spielen. Szenarien sind Challenges, die die Entwickler sich ausgedacht haben. Hier spielt man zum Beispiel vorgegebene Familien. Diese Szenarien und die darunter folgenden startet man mit eigens erstellten Familien. Und da ist zum Beispiel die Aufgabe, wie in diesem Szenario, im Laufe des Spiels 1 Million Simoleons anzuhäufen. Das ist eine nette Sache. Man lernt viele Facetten vom Spiel nochmal kennen, weil man ja viele verschiedene Aufgaben dann bewältigen muss. Allerdings würde ich dir, wenn du neu in Sims bist und das Spiel erstmal kennenlernen möchtest, wirklich empfehlen, einfach erstmal ganz normal auf neues Spiel zu gehen und dich überhaupt erstmal im Spiel zurechtzufinden. Klickst du nun auf neues Spiel oder startest ein Szenario, landest du im Erstelle einen Sim-Modus. Dort kannst du eben deinen Sim erstellen, den du im Laufe deines Sims-Abenteuers spielen möchtest. Und da hast du erstmal zwei Auswahlmöglichkeiten. Erstens, du erzählst eine Geschichte, da klickst du dich ein bisschen durch Fragen durch und am Ende hast du einen vorgefertigten Sim, der eine Karriere hat, der Merkmale hat und mit dem kannst du dann einfach loslegen. Der Vorteil von diesem Ersteller einen Sim, diese Geschichte, kann es eben sein, dass dein Startbudget vielleicht überdurchschnittlich hoch ist. Dann hast du nicht ein ganz normales Startbudget von zum Beispiel bei einem Sim 20.000. Die Abstufung blende ich jetzt vielleicht hier einfach nochmal ein, damit ihr das seht. Sondern vielleicht bist du dann bei 30.000. Da kannst du dir natürlich ein etwas schöneres Haus kaufen oder bauen. Hat eben so seine Vor- und Nachteile. Und wenn man das nicht macht, kommst du einfach ganz normal in den Sim-Modus, kannst deinen Sim erstellen, kannst alles so auswählen, wie du möchtest. Im Erstelle einen Sim-Modus würde ich euch gerne einen Tipp mitgeben. Und zwar, ich nenne es mal, es sind zwei Ebenen der Sims-Bearbeitung. Wenn man auf den Kopf geht, ist man einmal in diesem Bearbeitungsreiter, wo man eben zum Beispiel die Frisur ändern kann, man kann die Hautfarbe, die Gesichtsform ändern, hier ist zum Beispiel auch das Make-up. Dann gibt es noch eine andere Ebene, wenn man jetzt zum Beispiel auf den Kleidungsbereich klickt und da kommt man eben in diesen Kleidungsbereich. Das heißt, wenn ihr eure Outfits zum Beispiel mit eurem Make-up abstimmen wollt, müsstet ihr eben zwischen diesen Ebenen wechseln. Ist auch mal ein kleiner Tipp von mir. Worauf ihr ebenfalls achten solltet, ist, dass ihr auch wirklich bei jeder Kleidung, sei es Sportwäsche, Nachtwäsche, Ausgehkleidung und vor allem Kleidung für heißes Wetter und Kleidung für kaltes Wetter, dass ihr da wirklich Einstellungen trefft. Wenn ihr etwas anhabt oder ihr zieht jetzt zum Beispiel den Pulli hier aus und wenn es dann kalt wird, dann erfriert der Sim. Ist ja irgendwie auch logisch, wenn man keinen Pulli anhat. Ist aber wirklich nochmal so ein Tipp, da solltet ihr wirklich darauf achten, dass ihr jetzt nicht diesen Filter für kaltes Wetter rausnehmt, sonst erfriert euch der Sim im Winter. Genauso wie wenn es Sommer wird und ihr jetzt einen Pulli anzieht, weil ihr das optisch irgendwie schöner findet, im Sommer einen Pulli zu tragen, wird diesem Sim irgendwann heiß und der stirbt dann an Überhitzung. Das sind so Sachen, da solltet ihr ein bisschen drauf achten. Im oberen linken Bereich findet ihr nun noch die Feineinstellungen. Neben dem Namen könnt ihr hier eben das Geschlecht bestimmen. Ihr könnt eure Geschlechts- und sexuellen Präferenzen hier angeben. Die Gangart könnt ihr angeben. Hier kann man eben noch die Stimmlage des Sims angeben. Und eben die Altersstufe, ob ihr zum Beispiel ein Kleinkind habt oder einen Senioren. Ebenfalls interessant sind hier die Merkmale, die ihr eurem Sim einstellen könnt.
Das sind eben zum Beispiel Hobby-Merkmale, emotionale Merkmale, Lifestyle-Merkmale oder auch soziale Merkmale. Bei einigen habt ihr dann extra Gesprächsoptionen, wie zum Beispiel bei Geeks, sind ja so Computerspielleute. Die können dann sich zum Beispiel über eine Roboterinvasion im Gespräch unterhalten, was eben Nicht-Geeks nicht können. Dann könnt ihr noch Vorlieben und Abneigung für den Sim festlegen, zum Beispiel, ob es eine bestimmte Farbe sein soll, ob es ein bestimmtes Musikgenre sein soll oder eben bestimmte Aktivitäten, die der Sim bevorzugt. Könnt ihr hier alles schon im Vorfeld einstellen. Ihr könnt es aber auch leer lassen und im Laufe des Spiels wird der Sim euch fragen, er macht gerade gerne Gartenarbeit. Möchtet ihr feststellen, dass der Sim gerne Gartenarbeit mag? Wenn man dann auf Ja klickt, ist eben eine bevorzugte Aktivität des Sims Gartenarbeit. Eine etwas aufwendigere Geschichte sind hier die Bestreben. Da könnt ihr hier erstmal abschließen, was ihr überhaupt mit eurem Sim vielleicht erreichen wollt, ob ihr eher im Vermögenssektor unterwegs sein wollt, ob Sport euer Leben sein soll, ob euer Leben auf Familie ausgerichtet sein soll. Ein bisschen näher auf diese Bestreben würde ich dann aber gleich eingehen, wenn ich sie euch noch ein bisschen näher zeigen kann. Wenn ihr dann alles fertig erstellt und eingestellt habt, könnt ihr einfach auf den Haken unten gehen, kommt dann in dieses Fenster. Hier steht eben auch, dass der Sim in der Bibliothek abgespeichert wird. Das erreicht man über dieses Symbol hier oben. Das finde ich auch noch überall im Spiel dann weiterhin. Dann geht ihr aber erstmal auf Haken und dann kann es losgehen. Als nächstes kommt ihr in dieses Fenster, wo ihr euch eine Welt aussuchen könnt, wo ihr wohnen wollt. Da gibt es einmal diese Welt, Willow Creek. Dann gibt es noch diese Welt, Oasis Springs. Und dann gibt es noch Newcrest. Das ist eben eine leere Welt, die du dir wirklich komplett selber gestalten kannst. So, jetzt gibt es noch zwei Möglichkeiten. Entweder zieht ihr eben in ein Haus, was es bereits gibt, oder ihr zieht auf ein Grundstück und baut euch selber euer Haus. Für den Anfang würde ich euch empfehlen, in ein vorgefertigtes Haus zu ziehen, weil man noch nicht raus hat, wie das so mit dem Bauen ist, dass man nicht zu viel Geld ausgibt, dass man nicht zu wenig Geld ausgibt, dass auch alles da ist, woran gedacht werden sollte. In diesen vorgefertigten Häusern ist eben oftmals alles da, um einfach erstmal loszuspielen und das Spiel für sich zu entdecken. Als kleinen weiteren Tipp und auch kleine Empfehlung von mir, ich würde zum Beispiel trotzdem ein leeres Grundstück beziehen und mir über die Galerie ein Starterhaus dort platzieren. Um euch den Tipp auch noch einmal zu zeigen, ich bin jetzt auf ein leeres Grundstück gezogen. Dann müsst ihr erstmal in den Baumodus gehen. Dort habt ihr dann die Möglichkeit, die Galerie zu öffnen. Und hier habt ihr die Möglichkeit, in die Galerie zu gehen. Dafür müsst ihr euch erstmal verbinden mit der Galerie. Das ist standardmäßig so, dass ihr erstmal offline seid. Und wenn ihr die Galerie benutzen wollt oder eben auch selber was hochladen wollt, geht ihr einfach auf Verbinden. Hier kann ich euch jetzt mehrere Sachen empfehlen. Das Ding ist, dass es wirklich für den Anfang ist es einfach sehr unübersichtlich. Was ich euch jetzt als wirklich Basisschritt einfach mitgeben wollen würde, dass ihr auf das Grundstück geht und hier eure aktuelle Grundstücksgröße eingebt, damit ihr auch wirklich Häuser vorgeschlagen bekommt, die auf euer Grundstück passen. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, könnt ihr natürlich noch das Budget eingeben. Und hier oben unter dem Hashtag Starter oder Starterhaus oder Modern Starter oder Cottage Starter, je nachdem, was ihr vielleicht auch für einen Baustil haben wollt, findet ihr dann einige Häuser, die ihr vermutlich platzieren könnt. Wie jetzt zum Beispiel so ein Haus für 14.000 Simoleons. Wir haben 17.500 Simoleons. Könnten wir jetzt also platzieren, wenn wir wollen, und hätten dann erstmal ein Starterhaus. Eine andere Möglichkeit wäre es, nach einer EA-Konto-ID zu filtern. Da kann ich euch meine empfehlen. Ich habe nämlich einen extra Spielstand angelegt und hier jetzt zum Beispiel 6 Base-Game-Häuser erstellt und hochgeladen. Und wer mag, kann sich die zum Beispiel anschauen und sich vielleicht für eins von diesen Starterhäuschen entscheiden. Ich habe jetzt zum Beispiel eins von diesen Starterhäusern einfach platziert. Es hat 2 Stockwerke. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Eingangsbereich, hier habe ich eine Küche mit Essplatz. Hier unten habe ich ein Wohnzimmer mit einem Schreibtisch. Hier oben ist dann das Bad, eine Staffelei und eine Schlafmöglichkeit. Und dann hätte ich erstmal alles im Haus, was ich brauche, um erstmal loszulegen. So, dann kann theoretisch das Gameplay jetzt losgehen. Ich würde euch trotzdem noch ein paar Tipps, Tricks, ein paar Erklärungen mit an die Hand geben. Aber wirklich nicht so viel, sodass ihr einfach selber die Möglichkeit habt, noch viel zu entdecken, viel rumzuklicken, viel auszuprobieren und einfach wirklich selber ein bisschen in Sims Gameplay reinzukommen.
Hier unten rechts habt ihr das Sozialmenü des Sims. Da habt ihr einmal die Bedürfnisse, ob er zum Beispiel aufs Örtchen muss oder mal eine Runde zocken muss, damit der wieder Spaß hat, der Sim. Dann habt ihr die Simologie. Da taucht eben einmal euer Sim auf, in wie vielen Tagen der älter wird. Die Merkmale sind dort gegliedert. Über diese zwei Punkte könnt ihr das auch ein bisschen höher schieben, damit ihr da eine größere Übersicht habt. Das wird nämlich irgendwann mehr. Dann habt ihr zum Beispiel euer Inventar. Wenn ihr jetzt Blumen sammelt oder Frösche, dann tauchen die da auf. Hier werden eure Beziehungen angezeigt. Wenn wir uns jetzt der Dame hier vorstellen, würde die in unseren Kontakten hier auftauchen. Hier ist der Reiter für die Fähigkeiten. Wenn wir jetzt zum Beispiel kochen und danach Blumen gießen, würde jetzt eben Kochfähigkeit und die Gartenarbeitfähigkeit hier auftauchen. Fähigkeiten leveln sich übrigens bis Level 10. Es gibt ein paar einzelne Fähigkeiten, bei denen das nicht so ist, aber das werdet ihr dann herausfinden. Und dann gibt es hier noch den Karrierenreiter. Wenn der Sim dann eine Karriere einschlägt, wie zum Beispiel eben die Malereikarriere, könnt ihr dann, wenn ihr über das Bild der Karriere fahrt, seht ihr dann, was für ein Level eure Karriere hat. Die geht auch bis Level 10. Und welche Aufgaben zum Beispiel noch ausstehen. Zum Beispiel, ob ihr ein gewisses Level der Malerei erreicht haben müsst, damit der Sim zunächst dann befördert wird. Oder ob ihr als Tagesaufgabe zum Beispiel habt, dass ihr für heute noch mal ein Bild malen sollt. Das taucht dann alles eben unter diesem Karrierereiter auf. Etwas aufwendiger ist, wie ich schon angekündigt habe, das Bestreben des Sims. Das liegt vor allem daran, dass es hier eben vier verschiedene Stufen gibt. Zur besseren Übersicht könnt ihr eben hier in diesen Bestreben-Reiter gehen und euch mal angucken, was ihr überhaupt alles machen müsst. Für das Malerei-Bestreben habe ich das jetzt mal aufgeklappt. Also in der ersten Stufe müssen wir eben Gemälde anfangen, wenn der Sim inspiriert ist. Das kann man zum Beispiel machen, indem der Sim nachdenklich duschen geht. Wenn man das abgeschlossen hat, kommt man eben in die zweite Stufe. Dort muss man eben dann schon Level 4 der Malerei-Fähigkeit erreichen. Und so geht das eben immer weiter. Und irgendwann hat man das Bestreben dann abgeschlossen und dann könnte man sich ein neues aussuchen. Ja, wozu ist das gut mit den Bestreben? Einmal ist das natürlich etwas, das ist der Lebenstraum des Sims, das möchte man ja natürlich erfüllen. Aber es gibt eben für abgeschlossene Sachen eben auch viele Zufriedenheitspunkte. Gibt es übrigens auch, wenn man solche Dinge hier abschließt, wie dass der Sim mal inspiriert werden möchte, dann gibt das 50 von diesen Punkten. Und die kann man dann hier im Belohnungen-Store einlösen. Wenn wir da jetzt mal weiter runter scrollen, gibt es hier einmal diese Tränke, die kaufe ich mir aber meistens fast nie. Hier gibt es eben solche Dinge wie Blitzputzer, damit räumt der Sim einfach viel, viel schneller auf. Die Badewanne ist einfach 0, nichts geputzt. Und je teurer die Belohnungen natürlich werden, wie zum Beispiel hier genügsam, da werden eben die Rechnungen günstiger, die der Sim für sein Haus hat, Strom, Wasser zum Beispiel. Kostet dementsprechend aber natürlich auch ein paar mehr Zufriedenheitspunkte. Geht dann bis nach unten, bis man zum Beispiel für immer satt ist. Dass der Sim nie wieder was essen muss, ist natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil. Kostet auch dementsprechend viele Zufriedenheitspunkte. Die Merkmale aus dem Belohnungen-Store tauchen dann übrigens auch in der Simologie auf, falls ihr euch dann nochmal anguckt, was euer Sim eigentlich alles hat. Zuletzt möchte ich ein bisschen auf diese Geldverdienen-Geschichte gehen. Ein Haus zu besitzen, es gebaut zu haben, erstmal schön und gut, aber man hat laufende Kosten, der Sim möchte was essen, das Essen kostet Geld. Und vielleicht möchte man ja irgendwann ausbauen oder mal ein Kinderbett kaufen. Was weiß ich, es gibt viele Möglichkeiten, um noch viel Geld auszugeben. Aber am Anfang ist es wirklich erstmal schwer, eigentlich sehr gut an Geld zu kommen. Der erste Schritt könnte zum Beispiel sein, eben eine Karriere anzunehmen. Wie im echten Leben auch, gibt es hier einmal Vollzeitkarrieren und Teilzeitkarrieren. Die Dame hier möchte ja Malerin werden, deswegen würde ich zum Beispiel die Malerin-Karriere einfach annehmen und hätte dann hier die Übersicht, was ich so machen muss. Eben wie zum Beispiel diese Tagesaufgabe, dass ich jetzt hier in mein Haus gehe und eben ein Gemälde anfange. Wenn Tagesaufgaben abgeschlossen sind, neigt der Sim eher dazu, befördert zu werden, weil die Arbeitsleistung dann eben steigt. Von mir noch ein weiterer Tipp, nur über die Karriere Geld zu machen, ist sehr mühselig. Es gibt da noch ein paar Tricks. Und zwar habt ihr in Sims ja auch eine Umgebung und eine Nachbarschaft. Wie ihr wirklich noch gut Geld machen könnt, ist, wenn ihr in der Umgebung Sachen aberntet, wie zum Beispiel hier die Rosen. Die könnt ihr zum Beispiel selber im Garten dann anbauen oder eben auch verkaufen. Dann findet ihr noch solche Steine in der Spielwelt, die ihr ausgraben könnt. Und es gibt auch Frösche. Mit meinem Sim bin ich jetzt zum Beispiel die ganze Umgebung hier abgelaufen, habe alles geerntet, was ich gesehen habe.
Fossilien kann ich zum Beispiel extrahieren und dann einfach verkaufen. Und bei Fröschen ist der Vorteil, also es gibt erstmal viele verschiedene Frösche und man kann sie eben miteinander, ihr wisst schon, machen lassen. Und die, die man dann doppelt hat, die kann man auch ziemlich gut verkaufen. Der Vorteil von den Pflanzen ist, ich könnte sie jetzt zum Beispiel verkaufen und hätte jetzt hier schon 1200 Simoleons gemacht. Ich kann sie aber auch anbauen, indem ich sie zum Beispiel auf mein Grundstück ziehe und den Sim die dann einpflanzen lasse. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich zum Beispiel Obst und Gemüse einfach in den Kühlschrank packen kann. Und wenn ich dann auf Kochen gehe, wären dann die Gerichte, wo ich diese Zutat für brauche, eben günstiger. Dann würde der Gartensalat nicht 3 Simoleons kosten, sondern eben ein bisschen weniger, wenn ich eben entsprechend Tomaten hätte. Die Pflanzen müssen natürlich immer gepflegt werden, sonst verwelken die euch irgendwann und dann werden sie euch natürlich keine Erzeugnisse mehr geben. Das Froschzüchten könnt ihr übrigens alle 4 Stunden in-game machen. Und die ganzen Erzeugnisse, die werden immer morgens irgendwann zwischen 5 oder 6 Uhr in-game resettet. Und dann könntet ihr theoretisch jeden Tag abernten. Die Standorte von den Sachen, die ihr findet in der Welt, sind übrigens auch immer gleich. Natürlich noch ganz wichtig, nicht vergessen, ihr müsst euren Spielstand auch noch abspeichern. Das könnt ihr ganz normal unter Speichern oder Speichern als machen. Ich persönlich mache das immer so, ich gebe meinen Spielständen einen Namen, wie hier eben zum Beispiel auf meinem Hauptaccount die Millionärs-Challenge oder die Doppelhaus-Challenge. Dann gebe ich jetzt hier zum Beispiel mal Test ein. Dann heißt der Spielstand jetzt hier Test und ich kann jedes Mal einfach auf Speichern gehen und habe auch wirklich nur in meinem Test-Spielstand gerade abgespeichert und überspeichere nicht aus Versehen irgendwas anderes. In der Theorie habt ihr nun alles, was ihr für euer Sims-Erleben braucht. Ihr wisst, wie man ein Zimmer erstellt, ihr wisst, wie ihr irgendwie auf ein Grundstück ziehen könnt, ob da jetzt ein Haus ist oder nicht, wie ihr eins platziert, wie ihr irgendwie ein bisschen Geld machen könnt und den Rest überlasse ich wirklich euch. Probiert euch aus, habt Spaß und ihr könnt ja gerne mal eine Rückmeldung dazu geben, wie es bei euch gelaufen ist. An dieser Stelle wäre jetzt das Haupttutorial zu Ende von meinem Sims 4 Guide. Ich würde jetzt trotzdem noch ein paar etwas erweiterte Tipps anhängen zur Steuerung und zur Cheat-Konsole, die ihr vielleicht schon für euch aufnehmen wollt. Aber wenn nicht, dann macht es erstmal bis hierhin, so wie ich euch das ein bisschen vorgestellt habt. Und wenn ihr dann im Spiel angekommen seid, könnt ihr euch ja immer noch den Part mit den, ich sag mal, erweiterten Tipps anhören. Dann folgen an dieser Stelle jetzt ein paar erweiterte Tipps. Das Wichtigste ist wohl erstmal, wie man überhaupt in diese Cheat-Konsole kommt. Dafür drückt ihr Steuerung, Shift und C gleichzeitig. Dann öffnet sich oben das Fenster. Und da könnt ihr dann diverse Cheatcodes eingeben. Ich würde euch jetzt nicht überfordern und alle möglichen nennen, sondern ein paar, die wirklich praktisch sind. Da hätten wir einmal Catching, falls ihr eurem Sim 1000 Simoleons mehr gönnen wollt. Dann gäbe es da noch Motherload, falls ihr eurem Sim 50.000 Simoleons mehr gönnen wollt. Und ein Quality of Life Sheet ist bb.moveObjects. Ohne MoveObjects würde das Ganze jetzt so aussehen. Ich möchte zum Beispiel ein Sofa hier platzieren. Da sehe ich schon, Sims gibt mir vorgegebene Raster, wo ich das reinstellen kann. Theoretisch gesehen, wenn wir uns das mal angucken, hier könnte ich das Sofa ja hinstellen. Ich meine, es steht nicht in dieser Kommode da drin. Der Sim würde es benutzen können. Aber Sims sagt, nein. Mit MoveObjects sieht es dann so aus, dass diese Raster nicht mehr als rot angezeigt werden. Das heißt, ich kann hier mein Sofa wirklich dahin platzieren, wo ich möchte. Eben zum Beispiel hier direkt neben meiner Kommode. Da kann der Sim das benutzen. Wenn ich das Sofa jetzt hier hinstellen würde, wird der Sim das höchstwahrscheinlich nicht benutzen können. Bei MoveObjects muss man immer ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wo ich die Sachen hinstellen kann, damit der Sim das noch benutzen kann. Das ist aber eine Sache, das müsst ihr einfach ausprobieren und dann für euch dieses Gefühl entwickeln. Ich habe noch einen kleinen weiteren Quality-of-Life-Tipp für euch. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Sofa umplatzieren möchte, habe ich eben wieder diese vorgegebenen Raster.
Ich kann das nur im 45-Grad-Winkel ziehen und schieben, möchte ich aber vielleicht gar nicht. Vielleicht möchte ich mir das da schräg an die Wand stellen. Dann nehme ich das Item, ich halte Alt gedrückt und dann kann ich das Item wirklich sehr flexibel platzieren und bin auch nicht an diesem 45-Grad-Winkel gebunden. Wenn ich jetzt zum Beispiel da in die Ecke so mein Sofa haben möchte. Ein kleiner weiterer Tipp ist, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Raum hier mit diesem Mega-Blumentopf vollstellen möchte, ist das ja ein bisschen mühselig, den immer hier wieder anzuklicken. Da gibt es auch einen Trick. Ich drücke Shift und dann habe ich dieses Item nochmal ausgewählt. Und könnte hier theoretisch so viele Mega-Blumentöpfe platzieren, wie ich möchte. Ansonsten ist es wirklich nur noch ausprobieren, rumspielen mit der Steuerung. Wenn ich rechts klicke, gehe ich ja durch die Welt zum Beispiel. Wenn ich das Mausrad gedrückt halte, kann ich eben diese Ansicht ändern, ob ich sehr weit von oben gucken möchte oder zum Beispiel sehr weit von der Seite. Alles Sachen, die ihr einfach ganz entspannt ausprobieren könnt. Ja, mit diesen Worten und dem schönen Sonnenuntergang hier entlasse ich euch nun aus diesem Guide, aus diesem kleinen Tutorial zu Sims 4. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder vielleicht einen Bauwunsch für ein Basegame-Starterhaus, was ihr für euch haben wollt, schreibt es ruhig gerne in die Kommentare. Ich versuche immer mal ein bisschen darauf einzugehen, ein bisschen was zu bauen, hochzuladen. Und vielleicht findet ihr ja euer Wunschtraumhaus dann unter Chihiro Basegame in der Galerie. Falls du doch alle Packs besitzen solltest und auf der Suche nach ein paar etwas erweiterten Häusern bist, wo einfach auch mehr drinsteht und eben auch Items aus anderen Packs verbaut wurden, kannst du gerne unter meinem Hauptaccount chihiro.de in der Galerie nachschauen. Dort habe ich auch einige Häuser gebaut, hochgeladen. Dort sind auch die Challenge-Häuser mit dabei, also nicht wundern. Und wenn ihr da Interesse habt, schaut euch doch auch gerne da die Häuser an und vielleicht findet ihr ja auch dort etwas. Alle Häuser und Sims, die ihr euch übrigens selber erstellt habt, findet ihr auch in eurer Bibliothek, falls ihr die irgendwie nochmal benutzen wollt oder nochmal damit spielen wollt. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr mir ein Feedback dalassen werdet, ob euch das weitergeholfen hat, ob ihr ein paar Fragen habt, was auch immer. Schreibt es wirklich gerne in die Kommentare, es würde mich wirklich sehr freuen. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag und wir hören uns bestimmt in weiteren Sims-Projekten wieder. Bis dahin, tschüss.